Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K18 My Career. November 2019, die vierte Woche steht an. Gestern hat sich ja die Lage mit Samoa Joe hat sich ordentlich zugespitzt. Und dann schauen wir mal, wie es heute hier weitergeht. Triple H ist wieder da und dem werden wir jetzt erstmal sagen, dass Todd Mullen versagt hat. Warte mal kurz, ich kann dich nicht da rauslassen. Was ist los? Eine Menge. Ich habe keinen Schimmer, was da letzte Woche passiert ist. Ich habe für zusätzliche Security bezahlt. Hat den Skirat, wie alle gesehen haben. Sie haben sie fürs Wechseln bezahlt. Stellen Sie diese Woche lieber noch ein paar mehr ein. Wo war das hier? Na toll, hat nur leider nichts gebracht, wie wir alle miterlebt haben. Danke vielmals. Du bist sauer, schon kapiert, aber das ändert nichts. Okay, das reicht. Das spielt doch alles keine Rolle. Du kannst nicht einfach unseren Champion angreifen, weil die Dinge nicht so laufen, wie du es gern hättest, kapiert? Ich fing langsam an, dir zu vertrauen. Jetzt bist du wieder ein Risikofaktor geworden. Das kann ich in meiner Show nicht gebrauchen. Also bleibt mir keine andere Wahl, als dich zu suspendieren. Was? Was? Ich wurde attackiert. Leck mich, du Snob. Gut, diese Runde geht an Sie. Ich werde nicht gehen. Rufen Sie doch Ihre Nutzer und Security. Ich gehe nirgendwo hin. Wenn das so laufen soll, bleibt mir keine Wahl. Jetzt geh mir aus den Augen. Wir melden uns dann bei dir. Wie lächerlich! Ich werde hier voll gemobbt! Ich gehe zu SmackDown. Ich bin Todd. Ja, direkt zu Samoa Joe Nummer angreifen. Für eher Mick Foley hat er bestimmt mehr zu sagen als Todd. Ey, hast du das gesehen, Junge? Sollen wir eh wieder zu Renee Young gehen? Hey, 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 ich gehe da raus. Hey, mein Guter, tu das nicht. Du kannst nicht da rausgehen. Gib mir ein Mikro, ich gehe aus dem Weg. Langsam glaube ich, dass ich mich ebenfalls, dass du mich, tut mir leid, nach der Sache hier schuldig dir was. Nehmen wir das. Dass du dich mir jetzt in den Weg stellst, lässt mich irgendwie vermuten, dass du mich bei der Sache mit dem Champ ebenfalls hintergangen hast. Zum Henker, nein, du weißt, dass ich auf deiner Seite stehe. Scheiße, Mann, wenn du mir sonst nicht glaubst, dann nimm doch das Mikro. Aber wenn jemand fragt, dann sage ich, du hast es mir entrissen. Erziele 100 bei der Promo. So, und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen an euch alle da draußen. Was haltet ihr davon, wie jetzt mit mir umgegangen wird? Meint ihr, das ist ein Bug oder ist das wirklich so irgendwie zusammenhängend? Weil irgendwie ist schon kurios. Samoa Joe attackiert mich, ich räche mich an ihm und ich bin dann der Blöde und werde suspendiert. So sieht's aus hier. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hoffe natürlich, dass ihr bis jetzt einen schönen Tag hattet. Austin, Texas ist der Ausgangsort. Ja, lassen wir es mal krachen. So, da sind wir auf dem Weg zum Ring. Haben wir keine Zeit. Suspendiert. Der Champion versteckt zwei Schatten von The Authority. Ich könnte auch unten mit dem Mixer sprechen. Im Management geht es nur, seinen Goldjung zu schützen. Wenn in den letzten Wochen etwas sonnenklar geworden ist, dann, dass dem Menschen darum geht, seine Investition zu schützen. Also lass uns darüber und über ihren geliebten Goldjungen reden. Es ist da oben. Er ist da oben auf dem Regal, besprüht seine mit einer Schutzschicht und unter kugelsicherem Blablabla. Ich war zu dumm zum Lesen. Ich bin allein lassen. Sollte der einzige sein, der sein kann. Ach, Mist, das war nicht gut. Die Leute ziehen nicht permanent auf, wegen meines Matches mit dem Champion. Dafür entschuldige ich mich. Ich weiß, dass ich daran nicht unschuldig bin. Versteht bitte, dass ich die edelsten Absichten habe, dass deine Wünsche angeht. Ich will nicht, dass du warten musst, sondern dass du so aufgeregt bist, dass du praktisch explodierst. Und wem geht's denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Ich wünschte, jemand würde mich von vorne angreifen. Ich weiß nicht, warum sie so verzweifelt sind. Ich gebe mein Bestes, ein Ding zu regeln, verbunden zu haben. Ist schön, aber keine Aufsicht. Gott, wie schlecht ist die Promo? Das gibt keine 100. Verstehe wirklich nicht, warum das Management so verzweifelt ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie den Fähigkeiten des Champions so wenig vertrauen, dass sie einen Niederlang auf keinen Fall riskieren wollen. Aber vielleicht steckt mehr dahinter. Vielleicht sind sie so verliebt in ihn, dass sie ohne ihn nicht mehr sein können. Okay. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Sie wollen aus irgendeinem Grund nicht, dass ich ihnen das Rampenlicht gebe. Sie scheinen die Vorstellung zu verabscheuen. Ich verstehe nur nicht, warum. Meine Kämpfe sind episch. Mein Stil ist denkwürdig und ihr alle feuert mich an wie kein anderer Superstar. Vielleicht fürchten sie diese gottgleiche Größe, weil sie es nicht kennen. Zlatan Ibrahimovic.
Liken ohne Stimme. Jawohl, okay, ich glaube, die Probe geht über 100. Ich möchte dich um einen großen Gefallen bitten, Baby-Universum. Deine Rolle in der WWE ist nie passiv, aber ich will, dass ihr noch weitergeht. Bitte leitet mir eure Stimme, leitet mir eure Power, eure Leidenschaft, eure Liebe und euer Engagement. Mit feinen Kräften schaffen wir das und bringen den Champion her. Ach, wenigstens die 100 gepackt, die eine Antwort war noch entscheidend. Juhu, ich habe Arbeitstier Level 3 freigeschaltet. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe es geschafft. Mal gucken, was wir dadurch jetzt freigeschaltet haben. Ich sage jetzt nur nicht gut gemacht, weil die Wände ja mittlerweile Ohren haben. Also gut gemacht, danke, danke. Mann, die Lage ist alles andere als lustig. Bitte hör mir zu. Du musst dich dieses Mal an die Regeln halten. Kein Auftritt im Fernsehen. Ansonsten, und das schwöre ich dir, werden wir beide gefeuert. Und wenn ich wegen der Sache meinen Job verliere, weißt du ja, welchen Move ich dir verpassen werde. Smack dab. Jo Leute, das war's aber noch nicht. Gucken wir, ob hier was abgeht. Wir hängen auf jeden Fall noch was dran. Gucken, ist René da? Ne, sonst hätten wir mit der nochmal gequatscht. Mad Bloom. Was findest du? Wie, was ist denn? Wir unterhalten uns bald mal. Mann, wenn ich mal dem seine Hilfe brauche, seinen Rat. Am Anfang sagt er, ja, ich könnte immer zu ihm kommen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, wo wir von NXT weg sind. Und jetzt macht er diesen hier. Aber genau, was haben wir denn bei Dings? Arbeitstier. Wie unterhältst du Boni im Ring, wenn du vor einem Match mit Vince sprichst? Okay. Was haben wir hier? Oh, wir müssen mal sehen, dass wir hier Stufe 4 bekommen. Dann kriegen wir natürlich eine Managerin. Und da kann es dir nur eine geben, meine Freunde. Aber ich glaube, ihr vermutet die falsche. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wen ich als Managerin favorisiere. Bereits im Abflug? Ich kann jetzt auch so, ja, okay, wir hängen hier noch eine Folge dran. So, monatlicher Pay-Per-View. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Stephanie McMahon. Wenig überraschend, du kannst wirklich eine derartige Nervensäge sein. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du suspendiert bist. Das bedeutet kein Fernsehauftritt, keine Promos, keine Interviews und keine Kämpfe. Verstanden? Du kannst dir alles von hinten aus ansehen, aber sogar damit komme ich dir entgegen. Stephanie, bevor wir es vergessen, ich habe noch immer den Koffer von Money in the Bank. Damit steht mir ein Titelkampf zu, wann, wo immer ich will. Keine Ausnahme. Das sind ihre Regeln. Ja, als wüsste ich das nicht. Schau, das ist im Moment best for business, okay? Mach einfach, was ich sage. Tja. Da stellt sich jetzt halt die Frage, wenn wir den Titel einlösen, den Koffer. Was haben wir überhaupt für ein Pay-Per-View hier? Survivor Series und ich darf nicht dran teilnehmen. Stellt sich die Frage, wenn wir jetzt... Was ist denn mit ihm? Der hockt da auf dem Boden. Moin. Der Champ wird nicht nachlassen, also darfst du dir das auch nicht erlauben. Ja, fläht dich wieder hin, Junge. Was ist denn los, ey? Schauen wir uns erstmal die Matchcard an. Es stellt sich halt die Frage, hören wir auf Stephanie oder wir können auch keinen angreifen, so wie es aussieht. Neville gegen AJ Styles, er ist nicht mal da. Was ein erbärmliche Matchcard, da ist ja die von der letzten Survivor Series in der Realität besser. Und das ist schon eine Kunst. Solltest du hier sein, mein Bester? Ist der gerade da draußen? Er hat gerade erst seinen Titel verteidigt jetzt und ist jetzt reif, aber... Du wirst das doch nicht wirklich tun, während du suspendierst bist, oder? Doch, werde ich. Du gibst einfach nicht auf, du hast Teufelskerl. Ich hoffe, du bist bei der Sache dir sicher. Noch einmal für das WWE-Universum. Wie gewohnt raus ins Gefecht für das WWE-Universum. Wir werden überrascht sein, dich zu sehen. Dauert nicht mehr lange.
Muss schon sagen, dass ich schon lange keine so begeisterte Menge mehr gesehen habe. Das wird ein erheblicher Anblick, mein Guter. Okay, was soll ich sonst noch sagen? Geh da raus und verändere die Welt. Gut, ich konnte es jetzt nicht machen. Ich konnte es nicht vermeiden. Survivor Series steht an, meine Freunde. Und es zeichnet sich wohl das ab, was ich schon so ein bisschen rausbekommen habe, was ich unfreiwillig gelesen habe, weil ja ein Zuschauer meinte, er kann mir in die Kommentare mal reinschreiben, was in der nächsten Zeit passiert. Und wenn das der Fall ist, werdet ihr von meinem neuen Plan erfahren. Toronto, Kanada, der Austragungsort. Ja, da sehen wir es. EU2K gegen Samoa Joe. Dann schauen wir mal, ob wir Champion werden und wie sich das Ganze hier so entwickelt. Ob wir suspendiert werden, ob wir rausgeschmissen werden. Wenn wir rausgeschmissen werden, dann hat sich mein Plan sowieso selbst beantwortet, dann, was dann passiert. So, da haben wir den Koffer. Oh, da ist Triple H. Der General Manager hat gerade, voll ins Gesicht, das Titelträger. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere nicht die Bohne. Der General Manager hat den Money in the Bank Koffer festgelegt. Er scheint den Ringrichter zu rufen. Du glaubst nicht. Ach du Schande, das Match hat begonnen. Ja, ich bin der Baron Corbin von WWE 2K18. Ich kapiere es nicht, was geht hier ab? Ich kann es dir sagen, der General hat gerade unseren Champion dazu verfolgt, dass er den Titel behalten kann. Tja, Leute. Und ich werde jetzt hier die Entscheidung treffen, wenn sie mir nicht abgenommen wird. Und diese Entscheidung wird SmackDown sein. Da vorne steht schon Mick Foley. Das wird wohl noch gleich hier zu Gesprächen führen. Gut, auf der einen Seite könnten wir jetzt sagen, ich könnte mich zur Wehr setzen gegen Autorität und denen das heimzahlen. Verdammt, ich hatte nie damit gerechnet, dass er dich so hintergehen würde. Mir fehlen die Worte, das ist einfach nur kaltblütig. Ich habe ihm vertraut, ich wusste, dass er mich irgendwie hintergehen würde. Jetzt folgt die Rache. Ich wusste das ja irgendwie. Irgendwie wusste ich es. Ich wusste, dass er mich hintergehen würde. Irgendwie hatte ich da so einen Verdacht. Tut mir leid, das zu hören und tut mir noch mehr leid, dass ich das mit ansehen musste. Eine echt fiese Situation, Mann. Tut mir echt leid. Und mein Hund ist auch deswegen wieder schwer erbost. Tja. Wenn es möglich ist. Na, sprechen Sie sogar schon mit ihm. Da vorne ist Stephanie McMahon, ey. Also, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber du musst mir zuhören. Am besten hörst du das von mir und nicht von anderen, deine Karriere zuliebe. Mick, tu mir das nicht an. Ohne den Koffer und angesichts seiner laufenden Suspendung scheidet für dich jegliche Interaktion mit Superstars aus. Ich glaube dir, dich Backstage aufzuhalten, weil ich dich mag, aber das war's auch schon. Mehr kann ich nicht für dich tun. Mir sind die Hände gebunden. Ist daran auch nicht unständig, verlasse die WWE zu meinen Bedingungen. Triple H kann meinen Fans erklären, warum ich nicht mehr da bin. Ja. Vielleicht kann sich Triple H eine hübsche kleine Geschichte einfallen lassen, dass er meinen Fans zu meinem Abgang erzählen kann. Das muss er nicht. Rede selbst mit ihnen. Vergiss es. Wenn ich nicht kämpfen kann, muss ich nicht hier sein. Ich verlasse die WWE. Tja, Leute. Verlassen wir die WWE. Gehen wir zu SmackDown. Verprügeln wir ihn hier. Mensch, komm, wir haben nie miteinander zu tun gehabt. Altes Haus, wie geht's dir denn? Hä? Insofern, dass deine Ansprache am Mikrofon extrem selbstbewusst sind, das ist gut. Aber wenn du nicht in der Lage bist, deinen Worten und Ringtaten folgen zu, dann bist du schon bald wieder weg vom Fenster. Ach du Suppenkasper, was weißt du denn schon? Ich weiß schon, warum ich mit dir die ganze Zeit nicht geredet habe. Ey, du olle Schrulle. Bist du zufrieden jetzt? Ich glaube, ich bin damit. Man könnte ja jetzt wenigstens mal Bezug darauf nehmen. Wo ist das Büro? Da ist das Büro.
Ich guck mal, ob Vince da ist. Dana Brooks. Natürlich ist er nicht da. Ja, Leute. Damit wird's dann interessant in den nächsten Folgen. Wohin unser Weg führen wird. Eigentlich hätte ich Bock, mich zu rächen. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, weil ich genau weiß, dass ich hier sowieso unten gehalten werde. Wenn ich mich von Bray Wyatt verabschieden. Mensch, dank mir ist er Champion geworden. So. Ah ja, ich lasse mir das schon nicht zu Kopf steigen. Mein Wagen bitte. Na Leute, und damit endet diese Folge. Unser Cash-In, wo wir hintergangen wurden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Fragen oder Anregungen. Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle tun? Ich kann euch sagen, es wird sowieso dann weitergehen. Morgen. Also ich werde es auf jeden Fall schon aufgenommen haben. Aber trotzdem würde mich mal eure Meinung interessieren, was ihr jetzt tun würdet. Würdet ihr euch an die Autorität rächen? An Samoa Joe? Oder würdet ihr zu SmackDown gehen? Kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Noch meine anderen Social Media Accounts verlinkt, Facebook, Twitter, Instagram, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da ein Follow und Like da lassen könntet. Ansonsten, wenn ihr das erste Mal heute hier wart, jeden Tag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge der WWE 2K18 Karriere bis zum Release vom 2019er Teil. Also ein Abo da lassen, lohnt auf jeden Fall, wäre sehr cool von euch, wenn ihr den Weg mit mir gehen würdet. Ansonsten FIFA 18, NHL 18, Orakel zu WWE Pay-Per-Views, die in der Realität stattfinden, also ist eigentlich für jeden was dabei. Ich bedanke mich bei euch dann. Fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen noch einen fantastischen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.